So, und damit herzlich willkommen zurück beim alten Lutheins. Wir gehen hier direkt wieder im Dunkeln durch. Ich sehe auf jeden Fall genug. So, hier nach unten. So. Nice. Holen wir den nächsten Loot. Einmal zurück in unsere Hauptbasis. Ach Mensch. Frosch im Hals. Verdammt. Oh, was ist denn das jetzt? Mann, immer wenn ich aufnehme. Verdammte Axt nochmal. Was soll denn das? Ich will doch nur aufnehmen. Verdammte Axt. Ich will doch nur hier meinen Long Dark Loot aufnehmen. Da ist doch nichts weiter dabei. So, solange ich wenigstens nur mal quatschen kann, ist das der Hauptsache. Und da vorne haben wir schon Licht. Wir können ja einfach im Dunkeln durch, ey. So. Na mal schauen. Sind die Klamotten jetzt nass? Gucken wir doch mal. Nö. Okay. Dann nehmen wir das Gewehr mit. Hier. Das Essen. Die Rehhaut hier. Machen wir einfach eine Reihe nach hier, ist egal. Dass wir wieder voll sind. Wir wollen ja eh alles rüberbringen. Bisschen Mehl. Da haben wir jetzt wenigstens endlich was. An Mehl. Okay, nice. Gut. Rest holen wir dann auch gleich noch. Ach, ist das gut, ey, dass ich hier was sehe, ohne dass ich dauernd die Lampe anmachen muss. Geil. Das ist natürlich sehr praktisch. Und eine Runde schaffen wir dann sogar nochmal. Damit wir auch den Rest noch holen. Können dann wieder pennen gehen. Oh, ne, halt. Das war der Sackgasse. Hier lang. Und dann würde ich sagen, können wir ja weiterziehen. Auf die nächste Map. Wenn ich jetzt hier ein zweites Mal durchgehe, werde ich wieder die ganze Kohle einsacken. Die hier so rumliegt. Mach ich dann einfach wieder das Licht an. Sack mir hier die Kohle ein. Halte deine Kleidung in einem guten Zustand, sonst geht sie kaputt. Ich glaube, Kleidung kaputt gehen wird mir hier niemals. Da achte ich schon sehr drauf, dass meine Kleidung wirklich immer in einem guten Zustand bleibt. Klimper, Klimper.
Und da haben wir wieder 40 Kilo nach Hause gebracht. Also das spart extrem Wege, dieser Schlitten. Das ist so gut, ey. Boah, ich liebe das Ding. Hier sieht man sogar noch unsere Fußspuren. Ach ja, damit ich es natürlich auch nicht vergesse. Wenn die Folge rauskommt, ist, glaube ich, schon der 26. Ich nehme die gerade, welcher ist heute? Der 20. Ich nehme ziemlich weit im Voraus auf. Ja, erstmal frohe Weihnachten an alle. Ich hoffe, ihr wurdet reichlich beschenkt. Ich bin da nicht so der Freund von diesen Schenken zu Weihnachten und sowas. Wenn ich jemandem was schenken will, dann mach ich das einfach so. Da brauche ich keinen speziellen Tag halt für. Aber es ist natürlich was Schönes für Kinder. Also Weihnachten ist natürlich ein extrem schönes Fest für Kinder. Hallo Herbert, guten Morgen. Ach nee, Mahlzeit. Da, ich habe so eine abschreckende Wirkung einfach auf den, ey. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir weiße Weihnachten kriegen, aber ich glaube nicht. Laut Wetterbericht soll es relativ warm sein. Diesmal, jetzt macht er wieder einen schönen Sprint über die Brücke. Ach. Nö, doch nicht. Hat sich umentschieden. Oder? Nö, doch. Ja, was nö? Entscheide dich mal, Herbert. Du bist schon knuffig, du dicker Mops, ey. Wieder alles abladen und dann geht's nochmal hoch, den Rest holen und dann gleich mal gucken, was wir an Kohle so auf dem Rückweg nochmal finden. Das Holz natürlich, was wir dann vielleicht sehen, auch noch einsacken. So. Dann gucken wir mal. Ach ja. Natürlich. Darf ich nicht vergessen. So. So, Material. Da haben wir auf jeden Fall was. Dann Werkzeug. Ja. Nein! Den nicht, verdammt! Ja. Den behalten wir im Inventar. Das stellen wir vorne ab. Hier die ganzen Messer rein. Werkzeug. Das Gewehr. Wo legt man das mal hin? Ja, komm, leg mal hier mit hin. Dann natürlich essen. Gut. Damit haben wir das Ding jetzt auch gleich voll. Zack. Lass mal hier weitermachen. Alter. Passt hier wenigstens mehr rein? Nö, nur 15 Kilo. Na gut. Dann Mehl. Zack. Und. Was denn noch her? Okay, die Stiefel noch. Und dann müsste es das, glaube ich, schon gewesen sein, ne? Das ist, glaube ich, schon alles. Krieg ich die hier noch irgendwie oben drauf? Nee, ne? Aber hier noch. Das hab ich doch gerade gesehen. Gut. Und ihr. Wo pack ich denn euch jetzt mal hin? Verdammt. Oh. Perfekt. Okay. Nice. So, und ich glaube, das war's wieder, ne? Alles raus. Ja, gut, hier. Nochmal. So, stellen wir dich hin.
Ja, schön neben Ofen. Zack. Okay. Los geht's. Das restliche Zeug holen. Kohle einsacken. Nochmal übernachten. Also zu Hause übernachten. Und dann würde ich sagen, ziehen wir weiter. Nehmt dann wieder das ganze Essen mit, was so ein bisschen niedrige Qualität hat. Deswegen werde ich jetzt bei mir nochmal durchgucken, was da so niedrige Qualität hat. Dass wir das gleich mal essen. Das Fleisch bei uns hält auf jeden Fall noch. So. Sonne geht schon wieder langsam unter. So, wie die Zeit vergeht, ey, wenn man Sachen umzieht. Unglaublich. So. Mal uno momento, ich muss mal kurz was nachschauen. Was ist das denn? Hm? Hä? Ich krieg jetzt die Benachrichtigung von Steam über eine Freundschaftsanfrage, die ich vor, keine Ahnung, 3-4 Tagen hatte. Hä? Steam, bist du irgendwie betrunken? Was ist denn mit dir, ey? Einmal nach oben. Ich habe mir gerade so spontan überlegt, nach der Aufnahme hier, mache ich mir erstmal ein schönes Schnitzel. Schönes Schnitzelbrötchen. Oh, lecker. Aber die Aufnahme geht natürlich noch ein Stück. Aber ich hab da gerade voll Appetit drauf, ey. Keine Ahnung, wie ich da jetzt auf einmal drauf komme. Lecker, lecker, lecker. So, einmal hier hoch. Gucken, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit wieder ein bisschen höher, dass er umknickt. Weil er schon ein bisschen müde ist. Aber wir gucken mal. Wir haben ja die Klettereisen an. Scheinen uns wirklich gut zu helfen, ey. Ist ja krass. Nur noch nicht umgeknickt hier. Erstaunlich. So, mal schauen, ob wir hier drinnen wieder was sehen, ohne dass ich die Fackel anmachen müsste. Die lasse ich natürlich deswegen extra im Inventar. Falls es jetzt gleich zu dunkel wird, um da nochmal durchzukommen. Den Rückweg will ich natürlich mit der zweiten Sturmlaterne machen. So. Noch sehen wir was. Ja, ja, du hast Hunger. Du kannst bald was essen. Keine Sorge. Das Problem ist, das gleiche muss ich auch beim Ort der Trostlosigkeit machen.
Weil auch da ist ein Tunnelsystem. Und kann da nicht einfach wieder mal durch. Mit dem Schlitten. Das heißt, wir müssen genau die gleiche Taktik wie hier gerade machen. Und einfach das Zeug so hin und her schleppen. Und den Schlitten halt so platzieren. Ich glaube, da muss ich es vielleicht sogar zweimal machen, weil das wird sonst ein extrem langer Weg. Oder auch sehr unnötiger Weg zum Teil. Weil das liegt am anderen Ende von der Küstenstraße, dort wo ich dann als nächstes hingehe. Und dort zweimal das ganze Zeug so schleppen dann, das wird ein bisschen zu lange dauern, um das auf meiner Hauptkarte zu kriegen. Hier geht's jetzt mal noch, weil das nur eine Karte dazwischen ist. Aber ich glaube, da muss ich es dann definitiv zweimal machen. So. Und da sind wir auch schon wieder. Das heißt, wir können alles einsacken. Sehr gut. Alles nehmen. Und jetzt gehen wir mit der Lampe nochmal durch und gucken, was wir hier wieder so an Kohle finden. Im Durchlauf. Hier liegt schon eine. Ja, also definitiv hier spawnt immer wieder was neu. Weil so viele hatte ich definitiv nicht liegen gelassen. Hier wieder einer. Das ist natürlich geil. Sowas mag ich. Gehen wir jetzt mal hier kurz gucken. Hier noch Kohle. Nicht. Hier liegt noch welche. Ich will auf jeden Fall noch 10 Kilo an Kohle mitnehmen. Also komm, gib ihm. Keine mehr. Hier noch irgendwo was. Also einfach ein paar Tage vergehen lassen und dann kannst du dir hier neue Kohle einsacken. Alter, guck mal hier. Holy shit. Ja, ich würde sagen, wir können bald genug heizen. Wahrscheinlich muss man sie auch einsammeln, damit wieder welche nachspawnt. Wahrscheinlich gibt es hier irgendein Maximum da drin. Vielleicht ist dieses Maximum wirklich auf 50 oder so gesetzt, was ja an Kohle in der Mine liegen kann, bevor welche neu spawnen kann oder so. Also ich weiß jetzt nicht, aber ich würde es vermuten. Einfach nur, das wäre in den ganzen Tagen, die ich das Spiel jetzt schon spiele, wäre hier, glaube ich, schon viel, viel mehr. Guck mal, hier liegt schon einiges wieder rum in der kurzen Zeit, wo wir jetzt nicht hier waren. Jetzt schon wieder bei 35 Kilo, ey. Hier ist noch eine. Oben liegt bestimmt auch noch welche. Junge. Ist das gut, ey. Hier ist noch welche. Alter, nice. Noch irgendwo? Lieber nochmal gucken einfach. Jo. Da liegt nochmal eine. Hier noch irgendwo? Nee. Hey, Verstauchungsrisiko. Hallo, ich hab dich schon vermisst. Ja, Kohle wiegt schon einiges. Wenn man so Kohle jetzt in der Hand hält, denkt man so, oh, ist ja billig, ist ja easy. Wiegt ja gar nichts. Aber wenn du dann so eine Masse einstecken hast, vor allen Dingen solche Klumpen, das ist schon ordentlich Gewicht, ey. So, wie viele waren es wieder? 30 Stück, ey. Halleluja. Und jetzt sammeln wir noch ein paar Stücke auf dem Weg ein. Die wir so sehen. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viele schon wieder sind. Geil, ey. Einfach nur geil. Oh,
Auch wenn das zum Beispiel schon wieder ein bisschen unrealistisch ist. Da würde ich mir zum Beispiel lieber wünschen, dass man wie so Stellen in der Wand hätte, wo du dann zum Beispiel abbauen kannst. Da brauchst du dann zum Beispiel auch entweder ein Brecheisen oder kannst halt zum Beispiel eine Hacke oder sowas finden. Oder dir eine improvisierte herstellen und Kohle fördern. Was natürlich extrem auf die Kalorien geht und auf die Erschöpfung. Aber dass du so zum Beispiel Kohle förderst. Dass das vielleicht sogar wirklich eine riesengroße Quelle ist. Dass du da, keine Ahnung, bis zu 1000 Kohle rausholen könntest. Aber es kostet halt Zeit. Ein Stück Kohle vielleicht, keine Ahnung, 20 Minuten? Dass du wirklich schon eine Stunde brauchst, um 3 Kohle rauszuholen. Und das frisst ja dann halt wirklich übelst an der Müdigkeit und an den Kalorien halt, weil du dich natürlich anstrengst. Wäre eine Idee. Dass natürlich so die Kohle jetzt auch rumliegt, so wie jetzt, aber dass die halt dann nicht so nachspawnen, sondern dass du die halt noch abbauen kannst. Eben im Kohlebergwerk. Und in der Goldmine kannst du dann Gold abbauen. Ja, und wofür willst du es verwenden? Bei Kupfer könnte es ja vielleicht noch verstehen. Dass der Kupfer irgendwie einschmilzt und daraus Kupferdrähte oder so machen kann. Aber Gold? Was könnte man Nützliches aus Gold machen? Ich überlege jetzt gerade. Also gut, ich glaube, Gold ist ein guter, auch ein guter elektrischer Leiter. Ich weiß, Fragezeichen, ich weiß es nicht so genau. Da war ich leider nicht so gut drin bei sowas. Ich weiß nur, dass Kupfer halt sehr gut ist. Aber bei Gold weiß ich es jetzt gerade gar nicht, wie es da war. Alter, 98 Kilo. Sind gleich voll. Schön. Hat sich der Ausflug nochmal richtig gelohnt, hier alles mit an Stöcken mitzunehmen. Dann haben wir auf jeden Fall genug in der Basis. Okay, weißt du was? Oder? Nee, lass mal. Nee. Wir haben einfach noch zu viel an Essen. Ich hatte jetzt gerade überlegt, komm, wir lesen jetzt Bücher, machen unseren Gewehrskill auf Level 4. Und dann würde ich sagen, hätten wir mal den alten Werner ja gejagt. Aber, nee, lass mal. Da hätte ich nämlich gewartet, bis der hier runterkommt. Hätte ihn hier angeschossen, dann erstmal geguckt, okay, wo rennt er hin? Haut er für mal ab oder läuft er zu mir? Noch ein Schuss und wenn er da noch nicht liegt, dann erstmal ins Auto. Und dann würde er mit Sicherheit verbluten bei 2 Schüssen. Von der Stufe 4 Waffe. Plus dem Jagdgewehr halt, plus dem neuen hier. Bobs Jagdgewehr, aber nee. Dann habe ich einfach viel zu viel Fleisch rumliegen. Das kann ich nicht machen, ey. Da verfällt mir ja die Hälfte. Nice, wir haben es zurückgeschafft. Und wir sind genau bei 40 Kilo, ey. Ja, geil. So. Dann erstmal die Kohle hier. Alter, ey. Der ganze Teppich ist bald voll mit Kohle hier. Zack. Die Stöcke hier hin. Wird gerade dunkel. So. Dann das Essen. Mehl. Jetzt haben wir auf jeden Fall einiges an Mehl. Geil. Gefällt mir. So, das müsste das 34% sein, ne? Ich guck mal kurz. Ja. Das müssen wir jetzt wirklich als erstes verwenden. Ist hier noch eins von denen nicht so haltbar? Ich guck gleich nochmal. Oh. Gucken wir nochmal. 64 passt. 54, 87, 90. Gut. Muss das hier als nächstes weg. Original. Old Mill Floor. All Purpose. Batsch! Ja, Sprühdosen. Jetzt nehme ich sie auch endlich mal mit. Nein. Ich muss jetzt die hier abstellen. Alter.
Sturmlaternensammlung hier. Ah ja, 65 mal Stoff. Ja gut, jetzt haben wir einiges an Stoff, also... 65 haben wir hier drin. Hier gar keine, okay. Und hier? 12 mal. Stoff hat man jetzt gar nicht so viel, krass. Gut, dass wir es gesammelt haben. Okay, ist sonst noch irgendwas? Ne, das war's, ne? Oh. Haben wir nicht. Okay, dann gucken wir mal wegen Essen. Das ist hier relativ niedrig. Das können wir uns hier mal wieder reinhauen. Hier 39%. Die Haferflocken müsste ich mal langsam machen. Zumindest die hier. Die stecke ich mir mal ein. Und nehme die auf jeden Fall mal mit. Das hier sieht alles noch gut aus. Das passt auch noch alles. Ja, der Kräutertee. Nö, passt alles. Okay. Hä? Warte mal. Was war denn das? Ach, die Salzbecher. Okay, dann... Oder? Ja, wir brauchen mal einen Dosenöffner. Nicht immer das Messer dafür verwendet. Ah ne, ich habe ja gar kein Messer einstecken. Selbst leere Dosen sammle ich. nom 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 nom. So. Dann ist das erstmal weg. Das lassen wir mal einstecken hier. Trockene Haferflocken, ein unverzichtbares Grundnahrungsmittel. Okay. Okay, und schon sehe ich überhaupt nichts mehr. Scheiße. Kühlschrank? Okay. Warte mal. Jagdgewehr? Hä? Bin ich denn hier gerade? Warte mal. Muss jetzt sein. Ich sehe leider nicht mehr. Das ging jetzt so schnell. Ah. Okay, dann. Okay. Hier ist das Bett. Dann. Zack. Wasser trinken. Lecker, lecker. Ich habe jetzt auch nicht so viel gegessen, einfach nur, weil ich mich ja dann sowieso auf der anderen Map durchfordern will. Weil dort ja viel Zeug noch ist, was bald abläuft. So. Komplett erholt aufgewacht. Richtig. Ich bin bei Barbs Gewehr? Was? Wie bin ich bei Barbs Gewehr? Okay, dann muss es leider nochmal sein. Ich hatte jetzt gedacht, okay, ich gehe hier so schräg lang. Hier durch. 19%. Das geht mir bald kaputt. Aber ist ja egal. Oh. So, und die Fackel machen wir dann an. Ist hier irgendwas niedriger? 87, 89, 86. Nee, die sind alle noch so bei 80. 90. Das geht schon noch. 65. Komm, die essen wir mal noch. Okay, gut, ziehen wir los. Starker Schneefall mit ein bisschen Wind. Oh, bald geht die Sonne auf. Ich denke mal, wenn wir durchs Bergwerk sind, geht die Sonne bereits schon wieder auf.
Steckt's Wetter um? Nee. Oh, doch. Es kommt noch schwerer Wind dazu. Krass, okay. Damit habe ich jetzt nicht... Ach, guck mal hier. Moin. Ja, Entschuldigung. Ach, Mann. Immer hat er Angst vor mir. Na gut, ich habe vor uns noch angedroht, ihn umzubringen. Da hätte ich auch Angst. Habe ich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich schon genug Essen habe. Okay, jetzt wird's aber ganz schön kalt. Zeig mal her. Wie viel ist es denn? Gefühlt minus 12 Grad. Lufttemperatur minus 27. Hier sind wir gerade windgeschützt. Aber es ist jetzt sowieso nicht weit. Wie? Das klang so, als ob da irgendwo ein Ast runtergefallen ist. Kommt der Wind diesmal nicht von vorne. So, dann einmal hier hoch. Schon wieder hochgekommen. Sehr, sehr gut. Ja, wird da drinnen noch zu dunkel sein, um da was zu sehen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mit der Fackel durch. Oh, scheiße. War aus Versehen losgelassen. Und schon ist nur noch bei 15%. Sehr gut. Okay. Guck mal, wie schnell wir uns da wieder aufwärmen, ey. Fackel in der Hand und gute Klamotten. Einfach noch perfekt. Sieht aus von der Messe. Ach, passt auch alles. Schon noch was geschafft. Nice. So schnell kommt man hier durch, wenn man dann noch rennt. So. Sieht da aus. Berg nicht verlassen. Okay. Ah, gut, jetzt ist es nicht unbedingt praktisch mit dem Wind. Ah. Guten Morgen. Könnte ich ja jetzt mal hier runtergehen. Weil hier ist zum Beispiel eine dieser Stellen, was ich schon meinte, wo hier so ein kleines Holzfällerlager ist.
können wir das Zeug gleich mal noch einsacken. Jetzt sind wir einmal hier. Kann man das Ding, glaube ich, einstecken, ne? Ja. Oh, den Dosenöffner habe ich jetzt noch einstecken. Na gut. Dann ist das so. Vielleicht gucke ich mal, dass ich da drin ist sogar penne. Um mal zu gucken, okay, lässt vielleicht das Wetter nach. Vielleicht wieder Stöcke einsammeln. Die wir sehen. Ja, ja, du kannst bald essen. Keine Sorge. Können wir da drinnen dann einfach mal ein, zwei Stunden. Die Sonne geht sowieso jetzt erst auf. Können wir noch ein bisschen Zeit verstreichen lassen. So, lass mal kurz hier dahinter gucken. Irgendwas hier dahinter versteckt? Ne. Okay. So, dann mal rein hier. Sehen natürlich jetzt noch nichts. Das heißt, dass wir pennen direkt mal zwei Stunden. Entweder haben wir Glück und das Wetter lässt vielleicht nach, oder wir haben ganz viel Pech und es ist sogar ein Schneesturm. Ich hoffe jetzt nur, hier drin sind keine Spinde oder so. Nee, zum Glück nicht. So, wie sieht's hier aus? 22%, okay. Wieder Kampfstiefel. Oh. That'll come in handy. Ja gut. Signalpatronen. Das sind wieder, das hat's wieder doppelt gespawnt irgendwie. Beide mit 35%. Das ist noch gut haltbar. Noch irgendwas? Nee. 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 Okay, klingt aber so, als ob das der Wind immer noch ist. Aber mal gucken, ob vielleicht ist der Schnee zumindest weg. Okay, das war's, glaube ich, soweit. Gut. Nö. Beides noch. Also zumindest der Wind hat nachgelassen, aber der Schnee ist immer noch. Na gut. Ist jetzt nicht schlimm. Klamotten müssten in zwei Stunden eh wieder getrocknet sein. Jo. Alles easy. So. Dann einmal zur Tankstelle. Kommen wir natürlich nie beim Turm an. Sondern man geht hier einen kleinen anderen Pfad. Kommt man da hier nicht noch an so einer extra Hütte raus? Warte, da muss ich gleich nochmal gucken. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich dachte, das ist hier ein etwas anderer Pfad. Wo hier vorne noch mal so eine einzelne Hütte steht. Mit Angeboten. Ist das oder? Nee, das sind die. Nee, das mit der einzelnen Hütte war bei dem Übergang zum Rätselsee. Nee, das ist hier der normale Pfad. Da vorne sind wieder diese drei Hütten mit dem Seil. Hab ich gerade irgendwie verwechselt wieder mal. Hier noch Stöcke, das ist gut. Man kann auch nie zu viel Feuerholz haben. Kann man immer gebrauchen. Wenn es einmal auf dem Weg liegt, wird es direkt mitgenommen. Stück. Stück. Noch mehr Stöcke. So. Da kommt mal wieder der dumme Echten durch. Weil er gerade nicht weiß, was er hier erzählen soll für den Weg. Hebe ich ganz viele Stöcke auf.
Dann sind wir ja bald zurück. Wo ist die Ödnis? Die Schneeödnis. Ich muss immer noch an mein Schnitzelbrötchen denken. Mann, ich hab voll Hunger jetzt drauf. Oh, jetzt kommt wieder der Wind von vorne. Ach, Mann. Hey, warte mal. Da vorne ist auch noch irgendeine Hütte, die ich noch nicht aufgedeckt habe. Sehe ich jetzt gerade so. Komplett aus dem Augenwinkel nur wieder gesehen. Na, dann zack mal das hier auch gleich mal ein. Blöder Wind jetzt wieder von vorne hier. Mann. Und noch ein paar Eichenbäume. Die habe ich einfach die ganze Zeit ignoriert, wo ich hier runter bin. So, ey, wie kann ich nur? Mal schauen, was es da noch so gibt. Eicheln gibt's dort, was denn sonst? So, hier geht's wieder zur Tankstelle runter. Dann gucken wir hier jetzt nochmal. Eicheln! Ach ja, der Wilfried. Der ist genau wie der Alfred. Hat immer Angst vor mir, dass ich ihn verprügeln könnte. Mehrmals schon Anzeige gegen mich erstattet. Der Mann, weil er es einfach nicht lernt, dass ich ihm gar nichts tun will. Das sind meine Eicheln. Wilfried, lass das. Die nehme ich mit. Meine. Alle. Pluck. Dieses Geräusch dabei. Ich liebe es. Hier haben wir auch noch so ein kleines Holzfällercamp. Weiter hier dahinter. Gut, gehen wir mal hier rein. Wohnwagenkistenstraße, neuer Ort entdeckt. Ich kann ja mal wieder gucken, wie viel haben wir denn wieder inzwischen schon erkundet. Zeig mal her. Wie viel ist denn das jetzt inzwischen? 48%. Also die Hälfte kann man jetzt schon sagen. Haben wir schon aufgedeckt. I'll be hungry later. Schmucklos ist also noch im normalen Bereich. Frisch. Oh, sehr gut. Guck mal hier. Auch 79%. Sehr, sehr gut. Drähte. Okay. Holzhäuser. This stuff will come in handy. Hier noch. Ketchup Chips und Orangenlimo, die fast abgelaufen ist. Also, beziehungsweise auch schon sehr niedrig. Trinken wir die doch gleich mal. Okay. Alles klar. Wo führt dieses Kletterseil hin? Das muss ich jetzt checken. Wie viel Gewicht haben wir denn gerade an Loot? 27 Kilo. Das interessiert mich jetzt gerade. Wir haben Holz einstecken. Wir können auch ein Feuer machen. Wir haben auf jeden Fall Dosen zum Öffnen. Wir haben den Dosenöffner einstecken. Wenn wir jetzt da oben irgendwie gerade mal festhängen oder so, ist das nicht weiter schlimm. Aber jetzt bin ich mal neugierig und will wissen, wo das hinführt. Sagt mir hier gerade überhaupt nichts, die Ecke. Auch da geht's bestimmt auch noch irgendwo lang. Was sind wir hier? Schauen wir doch mal.
Ich habe ja auf jeden Fall die Klettereisen an, also bis hoch kommen wir auf jeden Fall. So. Dann schauen wir doch mal. Was ist das hier? Das liegt doch ein bisschen außerhalb von dem Pfad. Wenn ich gerade überlege, das müsste außerhalb vom Pfad sein. Und das hier ist doch locker irgendein... Guck dir das doch mal an. Das ist doch locker irgendein Pfad, der zu irgendwas hinführt hier. Das sieht voll auffällig aus. Jetzt will ich mal kurz gucken. Ist hier irgendwas versteckt? Nee? Das sah so übelst auffällig hier aus. Vielleicht zu auffällig. Einfach zu offensichtlich. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Ahornschösslinge. Die nehme ich sehr, sehr gerne mit. Ist hier oben sonst noch irgendwas? Muss es doch noch irgendwas geben. Das ist so übelst abseits hier. Gucken gleich mal da vorne noch. Die nehmen wir jetzt natürlich mal mit. Gut, dass wir das Beil schon gefunden haben. Da ist irgendwo der Pfad. Da oben. Wo er so runterkommt. Also es führt hier so ganz knapp dran vorbei. Was ist jetzt noch irgendwas? Das macht doch dann sonst gar keinen Sinn mit dem Seil, hä? Kann man sich doch hier auch irgendwie so ein bisschen runterwagen. Ist das sonst nicht weiter? Ich sehe zumindest nichts. Wow. Kommt man in dem Sinne sogar offiziell hin, in Anführungsstrichen, indem man einfach nur ein kleines bisschen abseits läuft. Mal, ist hier noch irgendwas? Mal kurz gucken. Gut. Okay, wieder runter. Na gut, sind wir mal einen schönen Umweg gegangen, der uns kaum etwas gebracht hat. Klettern wir wieder runter. Geht jetzt schneller. Könnten vielleicht auch so Schneehühner eventuell mal sein an der Stelle. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Na gut, das Kletterseil könnte man hier mitnehmen. In dem Sinne bringt das hier überhaupt nichts an der Stelle. Also beziehungsweise sehe ich gerade nicht so richtig den Sinn dahinter. Ich behalte es mir mal im Hinterkopf. Falls ich es für die Schlucht brauche, wenn ich jetzt wirklich sage, okay, ich habe jetzt hier irgendwie im Rätselsee keins gefunden, ja, dann gehe ich hierher und hol mir das hier. So, jetzt gucken wir nochmal hier hinten, weil das sieht so aus, als ob es hier auch noch lang geht. Jo. Da haben wir nochmal ein Eichenbäumlein. Ein Hirsch! Hallo Hirsch! Ja, ich begrüße die und die hauen ab. So kennt man's. Passiert mir bei Frauen auch immer. Ich begrüße die und die drehen sich sofort um. Und da schläft irgendjemand. Stille Lichtung. Okay, das ist sogar ein Ort hier. Krass. Das sagt mir überhaupt nichts. Cool, wieder was Neues gefunden. Hier vielleicht ein Jagdgewehr spawnen könnte. Ich überlege einfach gerade nur wegen der Challenge, die es da eben gibt. Stille Lichtung, okay. Alter, was ist hier los? Entweder Signalpack. Ne.
Thank goodness. Okay. Wie geil. Interessant. Einfach ein Leuchtpistolen-Spawn. Krass. Sehr geil. Dafür lohnt es sich schon wieder hier hinter zu gehen, ey, und zu gucken. Können wir ja alles noch mitnehmen hier. Sind ja sowieso auf dem Weg zum Lagerplatz unten. 30 Kilo haben wir erst einstecken, das passt. Okay, alles klar. Ich glaube, das war's für hier. Jetzt gucken wir mal, komme ich hier gleich irgendwie runter? Bevor ich hier runter gehe, gehe ich natürlich nochmal hier an der Seite entlang. Wir wollen ja nichts Wichtiges verpassen. Ah, das ist hier bei der Hütte, alles klar. Ich weiß, wo ich hier gerade bin. Diese einzelne Hütte, wo es hier den Weg hochgeht. Nice, okay. Ich gehe nur gerade wirklich ein paar mehr Abseitswege, einfach um sicher zu gehen, dass hier wirklich nicht so ein Funkturm irgendwo steht. Bevor ich den vielleicht noch verpasse. Darauf habe ich natürlich überhaupt keine Lust. Den Funkturm will ich auf keinen Fall verpassen. Ja, du bist wieder 50.000 Meter runtergefallen. Das tat mir sogar schon am Bein weh. So tief bist du gefallen. Okay, wir sind wieder da. Dann bring ich wieder frischen Loot hier mit. Frisch geerntet. Frisch ist doch immer am besten. Lecker, lecker, lecker. So. 70%. Die gehen auch langsam runter. Zumindest der hier. Servus. Alter, der hat auch schon 3% verloren. Ja, wie viel hat der? 420. 420. Na gut, komm, dann erstmal den Klemmer. So, dann hier. Lebensmittelvergiftung, oder? Ne. Okay. Verbessert das Ausruhen. Das ist auch natürlich schon schön erschöpft. Ja. This will be useful. Oh, das kann mir... Schade, dass da die Munition drin ist. So hätte ich auch Munition farmen können. Okay, ja, dann würde ich sagen, erstmal wieder Essen hier rein. I need to find a place to rest. Ja, ja, kannst du bald. Keine Sorge. Dann. Das mal eben rein hier, das rein. Wieso sind die 6 Stück auf 99% und die auf 100? Ach Leute, ey. Mann. Das ist... Scheiße, die Taschenlampe hatte ich die ganze Zeit einstecken. Na gut. Dann hier einmal. Die können wir wieder trocknen. Wieder eine Menge Eicheln. Und sowas weg.
Stecker alle hier hin. Na. Zack. Das Buch. Buch. Hat sogar nochmal aufgeschlagen. Guter Mann. So, das Altholz noch. Okay. Das war's jetzt, ne? Was haben wir noch? Was läuft denn hier schon fast ab? Mal kurz durchgucken. Alles noch über 40. Hier, 24, 21. So hat man es jetzt weg. Na gut. Ich nehme jetzt erstmal noch das höchste. Hier, 29. Okay. Keine Lebensmittelvergiftung, das ist gut. So. Das alles kurz einsacken. Und wieder ablegen. Dann eine Sturmlaterne. Das ist eine, die ein bisschen voller ist. Ich sehe doch mal die falsche an. Jetzt. Ne, die haben beide 50. Na gut, nehmen wir die. Wie viel Holzkohle? 6 Stück. Dann das weg. Den Dosenöffner erstmal weg. Jagdmesser nehmen wir mit. Brecheisen nehmen wir mit. Die Dinger nehme ich auch mit. Einfach um sicher zu gehen, dass ich genug habe, falls beim trostlosen Marschland so ein Turm irgendwo steht. Okay, wir haben ein bisschen was zu essen einstecken. Ich nehme mal noch hier ein paar Streichhölzer mit. Okay. Jetzt haben wir schon 5 Stück davon, ey. Schön. Okay, na dann, los geht's. Wir gehen schon mal in die Richtung unseres Ziels. Wir sind zwar gerade extrem müde, aber wir werden so oder so nicht überladen. Gehen jetzt, glaube ich, auf 25 Kilo runter. Aber wir haben ja nur 15 Kilo einstecken, von daher ist es scheißegal. Wir sind auf jeden Fall sitt und satt. Das ist die Hauptsache. Wir können unsere Reise hier antreten. Wir sind immer noch bei 95%. Wann nutzen die sich ab? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Wir sind jetzt schon wieder geklettert. Hatten die jetzt mehrmals an, beim Hochlaufen und Runterlaufen. Da haben die sich nicht abgenutzt. Aber manchmal verlieren die gleich so einen richtigen Schwung. Das verstehe ich immer nicht so ganz. Da ist noch so eine Kletterpflanze. Abseits von der Hütte. So. Vielleicht wieder welche hier einstecken. Wieder hier. Und das meine ich halt, hier auf einer höheren Schwierigkeitsgrad ist es trotzdem leichter, hier auf der Karte zu überleben. Du siehst die Wölfe schon aus 80 Kilometern Entfernung, ey. Kannst dich direkt vorbereiten, alles klar, das meint man jetzt mal das Gebiet. Du hast hier so einen guten Überblick über diese ganze Map, ey. Da fliegen noch irgendwelche Krähen, das will ich jetzt nochmal kurz checken. Falls dort wirklich noch ein Kadaver oder so liegt. Ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich hier irgendwas an Kadavern gelootet hatte an der Stelle. Deswegen will ich lieber nochmal gucken. Weil wir kommen ja gleich an den Häusern vorbei, aber das liegt nicht auf dem Weg, den wir gegangen sind. Wir sind ja direkt übers Eis. Oder? Ach nee, Quatsch, hier liegt doch, glaube ich, so eine Leiche. Die hatte ich, glaube ich, schon gelootet. Aber egal, wir gucken lieber trotzdem nochmal. Jo. Nö, den hat man noch nicht. Okay. We could use this. Jo, gut. Okay. Mal her mit den Federn. Wenn ich doch irgendwann mal Pfeil und Bogen crafte, dann habe ich genug.
Okay. Gut, auf zur nächsten Map. Und dort werde ich erstmal einen Zwischenstopp einlegen beim beim Keller. Da ist wieder so ein Keller. Und wir haben jetzt unseren Lieblingsschlafsack immer einstecken. Inzwischen muss ich schon sagen, ich könnte mir den jetzt gerade schon gar nicht mehr wegdenken. Ey. Jetzt geht's natürlich auch. Wir haben halt 40 Kilo Gewicht insgesamt. Und da rechnet sich das auf jeden Fall gut entgegen. Vorher war es halt so, da habe ich wirklich auf jedes Kilo geguckt, was ich irgendwie sparen kann. Aber jetzt geht's inzwischen, wo ich dann wirklich sage, okay, alles klar, safety first. Ich nehme lieber noch einen Schlafsack mit. Falls irgendwas ist, kann ich überall oder fast überall pennen. Was ich vorher halt nicht machen konnte. So. Keine Krähen hier. Das heißt vermutlich auch keine Leichen. Ich gucke mich trotzdem nochmal hier kurz um. Holz nehme ich natürlich trotzdem mit. Also nur Ahornschösslinge. Kommt man hier hoch? Ich will es nochmal kurz checken. Sieht fast so aus, als ob hier oben noch irgendwas sein könnte. Bitte jetzt nicht umknicken, ey. Kann ich jetzt wirklich nicht gebrauchen. Ja, okay. Dann gucke ich mich hier nochmal kurz um. Ah. Ein Steinchen, okay. Sonst noch irgendwas versteckt? Und hier gibt's doch bestimmt irgendwas. Irgendwas ist hier doch bestimmt versteckt. Vielleicht ein Bunker? Fragezeichen? Nee, ich glaube nicht. Ich wüsste auch nicht, dass ich mal irgendwas gelesen hatte, dass ein Bunker auf der Küstenstraße ist. Rätselsee, ja. Idyllisches Tal. Aber nicht hier bei der Küstenstraße. Da wüsste ich jetzt nicht, dass hier einer spawnt überhaupt. Aber gut, wie gesagt, die haben das ja auch alles geändert. Soweit ich das gelesen habe in den Bunker-Spawns. Dass die jetzt wirklich ihre festen Spawn-Punkte haben. My energy is just disappearing. Okay, ja, jetzt sind wir natürlich übelst erschöpft. Einfach nochmal gucken. Nee, hier sind nichts weiter. Okay. Naja, gut. Aber lieber nochmal gecheckt. Bevor wir wirklich irgendwas Wichtiges verpassen oder irgendwas Cooles. Man kann ja nie wissen. Und lieber nochmal solche Wege checken. Das ist halt das, was ich an Long Dark auch so liebe, ey. Du siehst schon irgendwegen und denkst dir so, ach komm ey, da haben sie doch bestimmt irgendwas versteckt oder so. Und suchst dann alles ab, ey. In der Hoffnung, dass du vielleicht doch noch was findest. Hä? Oh, das sah gerade von Weitem so aus. Das hier sah jetzt gerade wirklich von Weitem so aus, wie so eine Klappe, die du öffnen kannst. Und da hier in der Mitte der Griff sozusagen hier. Oh, Mann. Ich habe jetzt gedacht, hä, da ist eine Klappe im Boden. Mann, hier sieht alles schon nach Bunker aus. Bitte nicht umknicken, bitte nicht umknicken. Danke. So, okay. Gut, mal wieder ablegen. Dann einmal das Auto checken hier. Und wir sind schon wieder übelst über der Folge, ey. So eine Scheiße. Das ist kein Handy.
So, die nehme ich auf jeden Fall mit. So, dann müssen wir langsam mal die Folge hier beenden, ey. Ich glaube, das mache ich jetzt direkt mal am Auto. Schlafe ich einfach mal dort kurz eine Stunde und dann machen wir den Rest in der nächsten Folge hier. Auf. Wonder if this is any good to eat. Ah, lecker, schimmeliger Müsli-Riegel. Genau, was ich haben wollte. Oh, wieder eine Notiz. Ich habe keine Ahnung, warum er seinen Kram unter den Baumstumpf aufbaut. Räum ihn einfach weg. Hütte. Kaninchenhain? Ist das direkt bei der Haseninsel? Okay, muss ich auf jeden Fall noch checken, ey. So, wir gehen wieder hier nach hinten und speichern hier einmal ab. So, Lagoption. Ausruhen. Schlafen. Eine Stunde. Einfach zum Speichern. Ja, schön wieder eine Überlänge hier. Ach, läuft das wieder gut, ey. Oh nein. Werde umgeschlagen. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.